Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Advents-Special von Phil Filler. Ja, mein Abonnent und Freund Christoph hat mir vorgeschlagen, ich sollte doch einfach mal was vorstellen, was man verschenken kann. Er zum Beispiel hat von seinem Kunden hier was von Pelikan bekommen und hier was von Lamy. Das stelle ich euch gleich mal vor und zeige euch dann, was man so verschenken kann. Wenn ihr Ideen habt, was man jemandem schenken kann, der auch schreibbegeistert ist, schreibt es bitte in den Kommentaren. Hier haben wir eine schöne Umverpackung von Pelikan. Doch was verbirgt sich dahinter? Schauen wir mal rein. Wir haben hier den klassischen Pappeinschuber von Pelikan. Dort enthalten haben wir hier das Garantiezertifikat von Pelikan. Und ja, ich denke mal, das ist Kunstleder, eine Kunstledertasche von Pelikan, wo ein R400 schwarz-grüne Pelikan souverän enthalten ist. Tada! Dies ist ein Tintenroller. Und die Frage ist jetzt, wie er schreibt. Also der Tintenroller, der schreibt ganz wunderbar und er ist auch wertig verarbeitet und toll hier an dem Pelikan Souverän R400 Schwarzgrün ist auch, dass er so schön glitzert. Also es ist ein schönes Farbenspiel. Hier in der Kappe hat er den goldenen Pelikan drinne, dann hier der Clip ist dann auch der angedeutete Pelikan. Hier bei dem Kappenband sieht man auch Souverän, Germany, Pelikan. Hier hat man das schöne, dann das Muster. Und hier ist auch angedeutet, wo man normalerweise dann den Kolben beim Füllhalter drehen kann. Das ist hier so eine schwarze Endkappe. Und hier haben wir halt ein Griffstück mit dem Rollerball. Also er schreibt richtig gut. Gefällt mir. Also, er würde jetzt auch wunderbar zu einem souveränen Füllhalter passen. Also, mir gefällt er ganz gut und ist auch richtig schön wertig verarbeitet. Ist ein schönes Geschenk. Nicht ganz günstig, aber schönes kleines Geschenk. Als nächstes Geschenk hat mir hier der Christoph diesen Aluminiumzylinder von Lamy geschickt. So, was verbirgt sich dahinter? Schauen wir mal rein. Hier in diesem Aluminiumzylinder sitzt ein Lamy Allstar. Der ist hier aus Aluminium. Gut, ist ein typischer Lamy. Ist ganz toll. Was ich aber toll finde, ist hier die Verpackung. Wir haben hier ein kleines, also hier sieht man, wenn man den Stift reinsteckt, dann bleibt er hier an den gummierten Lamellen hier kleben und sitzt richtig fest hier in dem Zylinder drinne. Kappe drauf. Also hier sieht man auch nochmal, das Gummi ist dichtet ab und dann sitzt das fest da drinne. Also ich könnte mir vorstellen, dass man hier mit dem Zylinder könnte man auch einen Füllhalter gut in der Tasche transportieren. Also eigentlich bin ich nicht so sehr beeindruckt von dem Lamy-Füllhalter selbst, sondern eher von der Verpackung. Ich war die Woche auch im Galeria Kaufhof und habe ich gesehen, dort bekommt man ein Lamy auch in einer solchen Verpackung. Also die Verpackung finde ich toll. Hier seht ihr mal einen Größenvergleich. Also der Lamy ist jetzt nicht gerade klein. Und ein bisschen größer ist jetzt die Hülle. Also die Hülle, wie gesagt, finde ich ganz toll. Und man kann es auch sehr gut verschenken. Man kann es jetzt ja auch mit der Post ganz gut, denke ich mir mal, verschicken. Einen weiteren Tipp, also als Gadget würde ich das eher bezeichnen, ist dieser Tacker. Und zwar dieser Tacker aus China, ist aber eine japanische Firma, glaube ich. Ja. Bis zu 5 Seiten kann der Tacker los, also ohne diese Tackernadeln kann er hier Papier zusammentackern. Ich finde das persönlich sehr praktisch, weil ich habe öfters mal ja weniger als 5 Seiten, die ich zusammenheften möchte.
Und finde das toll, dass ich hier keine Tackernadeln kaufen muss. Aber noch toller finde ich, dass ich, wenn ich dann das Dokument zerschreddere, kann ich das einfach so in den Schredder reinpacken, ohne dass er mir die Tackernadel zerschreddern muss. Das wird er aber zwar auch schaffen, aber ich stelle mir das kritisch vor bei der Papiersortieranlage, wenn da noch Eisenanteile drin sind. Deswegen fummel ich meistens immer die Tackernadeln raus. Das brauche ich aber nicht. Und hier mal ein Blatt Papier. Legen das dann ein. Hier muss man natürlich sehen, dass man relativ weit hintertackern muss. Also das Blatt schieben muss. Hier hinten ist nämlich erst ja, das Tackerding. Stecken wir mal rein, drücken drauf. Und zack, ist es zusammen. Ah, es war nicht richtig drin. Aber man sieht hier schon, ohne Tackernadel hält das ganz gut. Und wenn man die Seiten jetzt noch ablösen will, dann kann man so leicht mit dem Finger dazwischen gehen. Und wenn das jetzt richtig, mach es einfach nochmal. Wenn das jetzt richtig zusammengetackert ist, sieht man, hier ist es auch fest. Also ohne Tackernadel wird dann quasi, wird das zusammengepresst und irgendwie verhakt. Also ziemlich cool. Und man kann jetzt die einzelnen Seiten trotzdem noch leicht, etwas leichten Druck, habe ich zumeist immer noch geschafft, kann man die noch auseinander machen. Man sieht dann zwar, dass hier was getackert war, aber man kriegt die Seiten auseinander, wenn man zum Beispiel die jetzt nochmal auf den Scanner legen möchte und ja, und die dann nochmal einscannen möchte. Kann man auch wieder zusammen machen. Ansonsten muss man sich eines solchen Tools bemächtigen. Damit kriegt man die Klammern auf. Aber ich persönlich finde den hier für 5 Seiten optimal. War ein Geschenk vom lieben Marcel. Ja, und sehr praktisch und ich habe den echt oft in Benutzung. Also ist eigentlich mein Haupttacker geworden, weil mehr als 5 Seiten tackere ich meistens eh nicht zusammen. Nummer 4 von kleinen Geschenken wäre jetzt hier von VicView der Kompaktnote. Das ist ein Wochenplaner, also ähnlich wie den Businessplaner, den ich schon mal vorgestellt habe. Halt nur kompakter, ist hier ein DIN A6 Format. Der hat hier auch die Sticker drin, hat einen Tafelplaner drin, 60 Seiten für Notizen, geht von Januar bis Dezember. Interessant finde ich, der ist auch wieder made in Germany. Also ist jetzt kein chinesischer Kalender, deswegen finde ich den so toll. Und das Papier ist auch, das wird hier auch nochmal auf der Banderole beworben. Wo habe ich es gesehen? Es ist füllerfreundlich. Das steht hier nochmal drauf, dass es ein 80 Gramm Tintenblockerpapier ist mit Fadenbindung. So, hier habe ich wie bei dem anderen auch hier so einen kleinen so ein kleines Gummibändchen drin. Das hat natürlich auch ein Moleskine-Buch, aber so ein Moleskine-Planer kommt natürlich aus China und das Papier ist echt grenzwertig. Das hier ist ganz toll. Und hier habe ich, wie gesagt, nochmal hier was zum Herrn Obersteiner für seinen Werdegang. Hier so eine kleine Ecke, die ich einkleben kann, so eine Froschtasche. Hier Planer, Sticker gibt es dazu. Hier den kleinen Faltplaner. Und dann hier, wie ähnlich wie beim VicView Business Planer gibt es hier dann auch so eine kleine Untergliederung. Ich stelle den Plan aber nochmal vor, bevor ich den weiter verschenke. Ja, ich hoffe, dieses kleine Adventsvideo hat euch gefallen. Wenn ihr noch ein paar Vorschläge habt, was man so verschenken kann, dann schreibt es mir bitte in den Kommentaren, weil ich suche auch noch Geschenke für Freunde. Ja, habt einen schönen zweiten Advent. Macht's gut. Alles Liebe, alles Gute.